Nach Raketenangriffen durch Palästinenser Israel beschießt erneut Hamas Stellungstand, 13.12.2017, 8.50 Uhr Seitenanfang. Die israelische Luftwaffe hat nach neuen Raketenangriffen militanter Palästinenser erneut ein Ziel im Gazastreifen beschossen. Im Süden des Palästinensergebiets wurde eine Militäreinrichtung der radikal-islamischen Hamas bombardiert. Nach neuen Raketenangriffen durch militante Palästinenser hat die israelische Luftwaffe erneut ein Ziel im Gazastreifen beschossen. Im Süden des Palästinensergebiets am Mittelmeer sei in der Nacht eine Militäreinrichtung der radikal-islamischen Hamas bombardiert worden, teilte eine Armeesprecherin mit. Militante Palästinenser hatten nach Armeeangaben am Dienstagabend eine Rakete abgefeuert, die Israel nicht erreichte. Palästinensische Medien berichteten, sie sei noch im Gazastreifen auf freiem Feld eingeschlagen. Am Dienstag waren im Gazastreifen zwei Mitglieder der Palästinenserorganisation Islamischer Dschihad bei der vorzeitigen Explosion ihrer eigenen Rakete getötet worden. Die israelische Armee dementierte nachdrücklich palästinensische Medienberichte, wonach die Luftwaffe die militanten Palästinenser gezielt mit einer Drohne getötet habe. Hintergrund: Was ist die Intifada? Die Hamas knüpft mit ihrem Aufruf zu einer Intifada an zwei vorherige Aufstände an. Während die erste Intifada auch noch friedliche Aktionen umfasste, nahm die Brutalität im Laufe der Jahre immer weiter zu, tausende Menschen wurden getötet. Mehr ranghohe Hamas-Führer festgenommen. Unterdessen nahm Israel in der Nacht einen der ranghöchsten Anführer der Hamas im Westjordanland fest. Hassan Youssef sei in seinem Haus bei Ramallah in Haft genommen worden, bestätigte eine israelische Militärsprecherin in Tel Aviv. Als Reaktion auf die Anerkennung Jerusalems als israelische Hauptstadt durch die USA vor einer Woche hatte der Hamas-Führer Ismail Haniyeh zu einem neuen Aufstand aufgerufen. Er forderte auch Anschläge im Westjordanland.